So, willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Minecraft, aber Moment, was ist mit deiner Welt passiert im Game? Nein, ich zeige euch jetzt mal so ein bisschen Raid-Server. So, als erstes könnt ihr euch mal die Regeln durchlesen, seid nett zueinander, Bäume neu pflanzen, Gebäude an die Straßen anbauen, keinen Mist bauen, keine Schriftzüge bauen, Häuser beschriften, kein Griefen, kein Cheaten, wer etwas protecten will, bitte einen Admin fragen. Also Raziel, Toasty oder Erebos. Zum Kisten abschließen, C-Passwort und dann ein Passwort, was ihr, eine Leerzeichen und dann ein Passwort, was ihr euch aussucht und nichts. Ja, so, dann gehen wir mal weiter. Irgendwer backt da ziemlich rum gerade. So, mal gucken, was wir sonst haben. Hier hätten wir ein kleines Haus von... Das Haus von Ibon 87. Offene Dachterrasse mit Blick auf die Kuh. Also das gucken wir uns ja mal kurz an, hier das kleine Haus. Was steht da? Eine Etage, offen. Guck, freie Sicht auf die Kuh. Ich mach das mal in der Sicht. So. Und... Oh, es geht noch weiter nach oben. Was haben wir hier? Penthouse. Hier hat man einen freien Blick auf die Kuh. Und was ist das da rechts? Ja, das werden wir gleich weiterlesen. Viele werden uns bestimmt schon erkannt haben, aber... Das werdet ihr gleich noch sehen. Ja, so eine kleine Führung nur durch diese Häuser. Wird das hier? Dann schließen wir mal die Tür. Was haben wir hier? Baut bitte hier. Bitte beschriften. Ein Haus, was angefangen wurde, aber nicht weitergebaut wurde. Ratze Fanclub, Inhaber K-Cool, Mitglieder machen Schild an Mitgliederband. Der Gott Raziel, yay Raziel. Okay. Hier hätten wir irgendwie Betten oder so. Keine Ahnung, was das hier unten darstellen soll. Aber irgendwie sieht der Fanclub noch bescheiden aus. Und ist hier oben die Mitgliederband oder wie? Und der ist noch nicht fertig. Finde ich. So, was haben wir hier? Wer wohnt bitte hier? Bitte beschriften. Na, Leute, ihr sollt die Häuser beschriften. Ach ja, die Musik im Hintergrund ist bestimmt vielleicht zu laut. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall aus Legacy of Kain Soul Reaver. Hört man ja als Fan davon. Raus. Hier baut Erebos. Lange kommt gar nicht zum Bauen. Ja, er kommt überhaupt wirklich überhaupt nicht zum Bauen. Wie man sieht, hat er noch nicht mal die oberste Etage fertig. Ja, damit ihr noch nicht seht, was das ist, wenn ihr es noch nicht erkannt habt, laufen wir erstmal hier weiter. Wir gucken erstmal, was hier ist. Hier wohnt Erike. Bitte klingeln, ding und rein. Oh, protected Tür. Da kommen wir also nicht rein, können wir nur von außen gucken. Hm, da sieht man nicht viel. Ah. Und bei der oberen Tür hier? Kommt man da rein? Auch nicht. Protected Tür, FTW. Jo. Was? Hier haben wir auch ein Haus, was nicht beschriftet ist. Ein kleines Haus. Dann haben wir ein Haus von Obsess. Mit einem Keller. Mit wo Wasser durchläuft. Das sieht lustig aus, ganz ehrlich. Aber wofür der Raum ist, ist mir nicht ganz klar. Und eine Wasserrutsche anscheinend. Ja. So, wo geht's denn hier raus? Ah. Ob es jetzt dein Haus ist, verwirrt? Nein. Weiter nach oben natürlich. Aber das ist ein Bild, musst du besser überarbeiten, die Treppe. So. Dann gehen wir mal hier raus. Zack. Creeper Gedenkbrunnen. Der arme Creeper. Okay. Ein Simmishaus. Ey, da ist Obsess. Guckt die neu an, das ist Obsess. Ja, die Schrift seht ihr nicht, weil ich in dieser Ansicht bin. So. Da ist ein Obsess, er läuft da außen immer noch rum. Also das Haus ist noch nicht ganz fertig, hat eine Mine anscheinend hier drin. So. Dann gehen wir mal wieder hier raus. Was wird hier gebaut? Eine Festung? PvP-Arena?
Hier entsteht ein Bauwerk von Opse. Sprungloch. Trefft das Wasser, sonst sterbt ihr. Nein, das tun wir jetzt nicht. Ich habe zu viele Items dabei. Das weiß ich gar nicht, wer ist denn das? Ein Paco! Ja, hallo Paco, sagt was. Na, dann nicht. Hier entsteht Opsis Fortress. Sieht schon mal lustig aus. Ja. Paco, du bist im Bild. Sag was. Sag was Kreatives. Autsch. Nein, ich habe den Chat natürlich ausgemacht. Ist sonst zu nervig. Hier wohnt Dark Apokalypse, ja. Apokalypse. Tür auf. Wohnt er im Untergrund? Nein, hier oben hat er einen kleinen Balkon. Ja. Und es geht noch weiter nach oben. Ah. Ein Doppelbett. Ein kleiner Wasserfall. Beziehungsweise das ist bestimmt so ein, eine Art Badewanne darstellen oder sowas. Und hier hat er noch nicht fertig gebaut. So wie mir erscheint. Ja, hier da oben auch noch irgendwas. Oh, jetzt habt ihr es gesehen. Ah, nein. Nein, ich muss mich umbringen. Ihr habt es gesehen. Ich muss die Folge neu machen. Nein, natürlich nicht. Hier hat auch irgendwer so ein Sprungdings gebaut anscheinend. Opsis H2O Liftautomat. Ah. Schuldremans Haus. Das soll ein Haus sein? Mal gucken. Okay, hier haben wir... Das ist wohl noch im Bau, so wie es aussieht. Okay. Gehen wir jetzt hier noch... Da hinten ist noch ein Haus. Raziels Buddelgrube. Schön wie eh und je. Gezeichnet Obsessor. Ja, das war der, den wir da gesehen haben, diesen blauen. Ja. So, jetzt müssen wir in die andere Richtung gehen. Geheiligt sei die... cool, nein. Wieso nur hier so einen normalen Weg? Hier haben wir auch noch was. Hey, das sieht genial aus mit dem mit den Öfen. Voxuk. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Egal. Hier hat einen kleinen Garten und einen Tower. Wow. Aussichtsplattform. Hier wird anscheinend noch gebaut. Nein, den Tower hat sonst wer gebaut. Ah, hier geht's noch weiter. Wow. Wer baut denn bitte so weit am Ende, Leute? Und wieder fliegende Bäume, die niemand richtig abgerissen hat. Hm. Boah. Je, wer baut denn hier am Ende des Ganzen? Welche Banausen sind denn das? Hier geht's zu Kaikools Hütte. Kaikools. Das sieht bescheiden aus, natürlich. Eine kleine Hütte, okay. Auf deren Dach man kann, anscheinend. Oder einen Dachboden hat es zumindest. Was haben wir dann hier noch? Hier geht's zu den Feldern und Brunnen. Und was ist das? Hallo, dieses Haus gehört Paco. Ah, den haben wir ja auch gerade eben gesehen. Smiley. Ein Tisch. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Aussicht. Da hinten geht auch noch. Also es wird ein bisschen längerer Part als sonst. Also sowas wie Your World kann man fast sagen. Aber es wird als normal, werdet ihr ja sehen, als normales Minecraft Let's Play Video gezeigt. Hallo und willkommen auf Pacos Feldern. Die Felder sind im Moment noch geschlossen. Ich bitte alle darum, sich nicht selber zu bedienen. Oh, da haben wir ihn ja auch, den Paco. Los, Paco, sag was für die Nachwelt. Los. Dann eben nicht. Wenn ich will, der hat schon. Dann soll er seine Farm weiterbauen. So, was haben wir hier? Ein Brunnen. Ja. Dann schreibe ich das mal.
So, das habt ihr bestimmt gesehen. Ja. Ich will noch nicht die Statue da zeigen, ah. Es soll zum Abschluss dienen. Ihr habt es eh schon gesehen. Ah. Tja, ja, wer muss man sich erstmal finden? Aha. Und wer reißt hier die Bäume nicht ganz ab? Wenn jemand das von den Leuten sieht, bitte reißt die Bäume ganz ab. Oh, hier geht's lang. Hoch. Wessen Hütte ist das? Windgasse 17. Hier wohnt Victoria Seven. Yay. So, dann gehen wir mal hier gucken. Was haben wir denn hier? Oh Gott, aber ist ja echt so ein Hexenturm hier. Da, seht ihr es, was da hinten im Hintergrund ist. Oh, wenn ihr es nicht erkannt habt, selbst schuld. Oh. Wir werden es uns am Ende noch ganz ansehen. Von nahem. Und hier steht nur ein Bett und es geht noch weiter nach oben. Wird mich dieser Turm umbringen oder nicht? Das und viele weitere Fragen kann ich euch nicht erklären, weil der Turm abgeschlossen ist. Also man nicht runterfallen kann. Ah, okay. So. Obsessus dürfte eigentlich noch was sagen, aber ich sehe ihn jetzt nicht mehr, weil ich habe das ja erst später eigentlich mit. Wer mir durchs Bild läuft, darf was sagen, für die Nachwelt. So, was haben wir denn? Dann. Und diese Kastenhäuser immer. Die sehen so bescheiden aus. Muss ich mal so sagen. Wer hat das hier gebaut? Da steht kein Name dran. FK's Haus. Ah! Er hat mich gesehen! Er hat mich gesehen. Obsel, willst du was für die Nachwelt sagen? Esst Käse! Das war mal wieder kreativ! Danke, Obsel. Okay, jetzt gehen wir auf die andere Seite. Esst Käse, denkt dran, also jetzt ganz viel Käse essen, sonst weise Worte, ja, da hat er recht, dem muss ich nur zustimmen. Die Kuh! Das wissen wir ja so langsam, dass das Toast die immer baut und dass da drin ein kleiner Garten ist, da braucht man nicht reingehen, von außen reicht das, soll das überhaupt Horst darstellen, soweit ich weiß eigentlich nicht. Hafenbürde, Bewohner Xempfer. Xempfer, wenn du dieses Video hier siehst, Toasty findet es nicht toll, dass dein Turm die Sicht auf ihr Boot behindert. Ich wollte dir das nur gesagt haben. Ja. Schöner Ausblick. Und es wird Nacht. Verdammt. Ob es Tag wird, bis wir die zur Statue nochmal kommen? Ich hoffe es. So, Hafenbehörde, dann gucken wir erstmal. Das Schiff gucken wir nur von hier hinten an. Ich habe keine Lust da jetzt drauf zu klettern. Das hat Toasty gebaut. Aber das Segel, ja, sieht doch ganz okay aus. Gut. Richter baut anscheinend immer noch nicht an seinem Kram weiter. Richter ist faul. Ich gehe jetzt einfach mal den Weg hier lang. Nein. Damit. Ja, hier ist halt der öffentliche Platz in der Mitte, vor der Kuh, Handelsplatz und alles. Also. Oh, da sind TNT und sonst noch wer. Müssen wir gleich mal gucken. Ich will nur wissen, ob Richter jetzt hier weiterbaut. Aber anscheinend ist der gute Richter Belmont zu faul dazu, seine Villa hier weiterzubauen. Weil hier steht, Richters Villa in Bau oder so. Noch im Bau, ja. Okay, ein
Hä, was sind denn das für welche? Ein Freezy und... ein Freezy und ein TNT-Skiller. Nachwelt, ist fürs Video. Los, sagt was. Ich bin W. Abot Miggel. Mu. Ein Quang. Was Kite 1991 bzw. Quang hat was gesagt, obwohl er nichts zu sagen hat. Der hat mich noch nicht gesehen. Oh Gott, da mut er einfach in den Text rein. Ich glaub's nicht. Das gibt Schläge. Ja, mein kleines bescheidenes Haus. Das gucken wir uns jetzt nur von draußen an. Hier wohnt Miggel 16, YouTube, MK Indiana Jones halt. Hier eine Klinge. Ja, dann würde ich aufmachen. Hier ist ein Sofa. Und unten habe ich ein Panic Room. Oben kann ich euch auch noch ein bisschen zeigen. Ja. Was das hier ist, ein Turm, den irgendwer gebaut hat, der noch nicht fertig ist. Steht keine Beschriftung dran. Wer baut hier? Bitte beschriften. Diesen Text habe ich jetzt schon zum dritten Mal gesehen. Warum ist das halbe Haus hier weg? Hier war ein Griefarbenwerk, glaube ich. Hier wohnt Walle-Shooter. Erst fragen. Da komme ich anscheinend nicht rein. Tut mir leid, ich hätte gern gezeigt. Hier wohnt Shajid. Bitte fragen, dann reinkommen. Komme ich da auch nicht rein? Nein. Tut mir leid, kann ich auch nicht zeigen. Dann gehen wir in die Taverne von... wer hat denn die gebaut? Oh, dieses kleine Häuschen da hinten habe ich auch noch übersehen. Mein Haus, Roffel, Kartoffelsalat. Shop, Anverkauf, Taverne zu... zum grauen Hecht. Privat betreten verboten. Wir haben geschlossen. Bis morgen. Wir verkaufen das, was ihr wollt. Ihr sagt, wir suchen. Und das Ganze machen wir auch noch gegen faire Bezahlung. Ah, okay. Gut. Hier kann man nur ein bisschen rausgucken. Kleine Aussichtsplattform. Und dann jumpen wir hier einfach mal runter. Ich hoffe, wir können hier rüber. Gut. Dann können wir nämlich dieses kleine Haus zeigen. Bumm, was ein Ton macht. Wer baut hier? Bitte beschriften. Okay, hier ist noch nichts. Hier ist nicht viel. Gut. Da hinten ist meine kleine Mine, wenn ich wissen wollte. Meine Mine und Kopfsalats Mine müsste da auch irgendwo sein. Also die beiden, die verfolgen mich, glaube ich. Und nee, sie laufen weg. Gut. So, dann gehen wir mal Quang besuchen. Wie teuer Kite 91. Kite, so, bitte keine Bäume fällen. Man kann links und rechts hier lang gehen. Vielleicht finden wir ihn noch bei deiner Arbeit. Wenn ich wüsste, wie ich hier hochkomme. Hä? Quang? Dann nicht. Mal gucken, ob Quang da ist. Quang anwesend? Los! Mach mal die Tür auf, los! Da ist Quang! Willst du auch etwas für die Nachwelt sagen? Für die Nachwelt, ja. So, hier kann man so ein bisschen reingucken. Also es wird ein riesiges Baumhaus, so wie es aussieht. Mu! Ah, okay. Immer noch bleibt dabei sein Mu. Okay. Ah. So, das war Quangs Haus. Waren wir hier drüben schon drin? Ich glaube nicht. Nicht berühren, LeChuck. Ja, LeChuck schuldet mir noch Gold. Fällt mir dabei ein. Nicht berühren, aber ich zeig das jetzt hier einfach mal. Und man kann eine Kiste... Oh, oh, verdammt! LeChuck, man kann einen in eine Kiste! Du Idiot! Du Idiot, LeChuck! Ja, jetzt sieht's jeder! Ich wollte eigentlich zeigen, was passiert, wenn man eine andere Kiste anklickt. Und dann ist deine nicht gesichert. Ich glaube nicht. Da geht's, glaube ich, in die Mine. Oh... LeChuck...
Ah, hier wohnt Haribo 1492 oder sowas? 142. Kleiner Balkon. Hat aber auch noch nicht fertig gebaut. Soll ja auch nur so ein kleines Video sein, ein Häkchen. Bude von Ganka, Griefer nicht erlaubt. Ja. Hier ist auch noch nicht viel, außer das bisschen hier und hinten einen kleinen Innenhof. Dann haben wir ein Haus von sonst wem. Keine Ahnung, sieht komisch aus. Ist auch irgendwie noch nicht fertig, anscheinend. Aber es steht auch keine Beschriftung. Was steht hier? Hier entsteht mein Haus. XD Niklas. Okay. Also nur die Grundfläche bis jetzt. Hier baut okay 410. Nur ein normales Haus aus Cobblestone ohne Fenster, ohne alles. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Hä, wer baut denn hier hinten? Ich weiß nicht, wer hier baut, aber es sieht aus nach Minen nur oder so. Nee. Hä? Ach, es geht bestimmt in der Mitte nach unten. Nein? Hä, warum sieht das von hier aus wie drei? Ah, nee, verguckt. Ups. Okay, auch keine Beschriftung. Hm, immer diese Leute ohne Beschriftung. Was soll man noch auf dem Server machen? Das kann ich von hier. Haus von Crazy Player. Ist auch noch in Bau, ist auch noch nicht so viel zu sehen. Ja. Und jetzt kommen wir zur Dingenskirche. Von Kiwi. Kiwi und Hamburger, der gebannt wurde, leider. Tut mir leid, ich kann auch nicht wirklich was dafür. Haben eine Minecart-Track, wo auch immer die hinführt, gebaut. Warum bitte nicht fällen? Kiwi. Die Dingenskirche bei Kiwi, ja. Es wurde ein Pluszeichen genagelt. Hier wird der Mathematiker angebetet. Welcher Mathematiker? Das musst du noch mal sagen. Befolgt deine Gebote oder er subtrahiert euer Kopf. Euren Kopf müsst... Da stehen. Von euren Kopf. Euren Kopf müsste es heißen. Von eurem Körper. Fehlt noch. Heilige Mutter Erde, Stück 2 Eisen. Keine, da ist keine Erde drin. Taufen ein Gold. Boah, ist Taufen teuer. Und Erde ist noch viel teurer. Ja. Was haben wir hier noch? Grab zu vermieten? Ja. Wer ein Grab braucht, kann es mieten. Da fehlen irgendwie Cobblestone-Dinger. Kann ich hier bauen? Nein, kann ich nicht. Dann hier ein Plus. Und hier... Wow, ist das eine lange Küche. Kann der Priester dann stehen. So, und jetzt gucken wir uns das größte Bauwerk noch an. Was ganz wichtig für diesen Server ist, neben Horst Zongo. Wenn das Horst Zongo darstellen soll, wie alle behaupten, aber es ist so eigentlich. Neben der Kuh, sagen wir es so. Ich will nichts in der Hand haben. So. Guck, da oben könnt ihr auch in mein Haus gucken. Ein riesiger Raziel. Ja, das habe ich gestern in 5 Stunden mit Hilfe von den Admins, weil die haben ja, weil es keine Schafe gibt, Schafe gespawnt. Und ein paar andere Leute haben ja auch noch Schaf gesponsert, um das zu bauen. Ja, wenn es dunkelbraune Wolle gegeben hätte, hätte der Baumstamm, den ihr vielleicht da oben erkennen könnt, vielleicht auch nicht, durch diese Wolle ersetzt worden wäre der. Ja. Steht hier auch noch, episches Raziel 5000 Denkmal bei Miguel 16. Und das bin halt ich. Ja, und mit dem Blick auf dieses epische Bauwerk verabschiede ich mich für heute. Ich bin euer MK Indiana Jones vom Raziel Server.